Und jetzt geht's weiter hier in Diablo 3. Wir verlassen jetzt den modrigen Keller. Und jetzt wollen wir uns wieder auf hässliche Mütterjagd machen. Also, soweit ich weiß, habe ich hier alles abgegrast. Haben wir, wie viel Gold haben wir denn jetzt schon? Ach nee, falscher Knopf. 106. Boah. Ey. Muss gar nicht aufstehen. Kann der knicken? Wo kam der jetzt her? Was ein Vogel. So, gibt's hier auch wieder sowas richtig Leckeres, Feines für den Mucke? Der will metzeln. Ja, da. Zack. Und zack. Und. So, nächste hässliche Mutter gekillt. So, oh, hier liegt eine Schärpe. Müssen wir auch direkt mal gucken. Also ein Gürtel. Ja, endlich. Jetzt rutscht mir die Unterbuchse nicht mehr vom Arsch. Wurde auch mal Zeit. Ah, hier ist wieder eine Höhle. Die nehmen wir uns jetzt auch gleich direkt vor. Zack, zack, zack. Irgendwas habe ich jetzt aufgehoben. Beschädigte Handschuhe. Ja, die nehmen wir erstmal mit. Die fliegen natürlich wieder raus. Keine Sorge. Acht. Acht. Ausgerüstet. Wenn ich ausgerüstet habe, ist besser. Aber der hat mehr Haltbarkeit. Wir nehmen einfach mal. Ne, der war doch besser. So. Oh, hier ist ein Baumstumpf. Muss ich direkt verhauen. So. Die Höhle unter dem Brunnen. Hier liegt erstmal Gold. Und hier liegt schon wieder eine wandelt schon wieder eine wandelnde Leiche. Auf jeden Fall gibt es hier Gold en masse. Und das ist geil. Wir brauchen ja echt Gold. Weil wir müssen ja auch noch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht. In Diablo 2 kommt man sockeln. Kommt man alles machen. Oh, hier liegt eine Truhe. Geil. Auch nochmal mit Gold. Cool. Weil dann konnte man hier sockeln und da gab es ja so Amethysten und Topasse, die konnte man dann richtig schön in Waffen einfügen lassen. Ob das hier geht, weiß ich nicht. Ich persönlich war da nie ein Fan von, weil ich darauf nicht klarkam. So. Zack. 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 Auf jeden Fall war hier eine Menge Gold. Das muss man wirklich sagen. Also das war geil. Die Höhle unter dem Brunnen. Ja, wir sind einfach mal runtergesprungen. Ne? So, die hätten wir abgegrast. Oh, ich bin schon wieder voll im Diablo-Fieber. Kaum angefangen, will ich gar nicht mehr aufhören. So, zack und bumm. Dieses Gemetzel ist einfach nur funny. Juhu, komm her. Ja, noch mehr Leichen. Oh, oh. Die haben wir ein bisschen zermetzelt, würde ich sagen. Ja, ich bin auch einer, der beim Diablo-Spielen immer die gleiche Klasse nimmt. Also ich komme mit Zauberer oder so nicht klar. Oder mit Totenbeschwörer oder wie, was es nur alles gibt. Magier und. Ich bin immer derjenige, der. Boah. Der den Barbaren nutzt. Ich mach das immer. So, die ist weg. Die dritte Mutter ist gekillt. Aber hier ist noch mehr. Zack. Oh, zack. 17 getötet. 18 getötet. Oh, eine Hose. Endlich eine Hose. Endlich eine Hose. Oh. Deswegen ist mein Säckele verdeckt. Ey, wer rotzt mich hier an? Du hässliche Mutter schon wieder. Geh weg. Ah, hier jetzt aber richtige Handschuhe. Nicht beschädigte. Da müssen wir auch direkt mal hin. Ihr seht, vier. Zack. Dann friere ich mir wenigstens die Fingerchen ab. Töte die scheußliche Königin in den alten Ruinen. Da müssen wir nämlich noch hin. Hier ist wieder ein Baumstumpf. Oh ja, 15 Gold. Dann fällt noch so Vogelscheuche. Nix. Hätte ja mal sein können. Okay, wir müssen noch zur alten Ruine. Und da müssen wir die scheußliche, hässliche, widerwärtige Königin schlachten. Oh ja, das wird so geil. Hi. Und man sieht sie schon, man sieht sie auf der Karte leuchten und da ist das dann hier in der Nähe. Also wir sind jetzt in den alten Ruinen und jetzt ist es hier los. Alter. Diablo selbst wartete einst an diesem Ort. Jee. Aber wenn wir da jetzt nicht gleich ein Level aufsteigen, weiß ich auch nicht. Und Level aufgestiegen. Wir kümmern uns aber erst später drum. Ich will jetzt hier erstmal metzeln. Ja, zack, die haben alle keine Chance. Bin ich schon so overpowered hier? So, wir laufen noch hier weiter.
Wer weiß, was hier noch ist hier hinten. Seht ihr? Ein toter Milizsoldat. Und da gibt es nochmal 13 Gold. Und ein Baumstumpf. Und noch einen toten Milizsoldaten. Oh, hier ist wieder eine Höhle. Düsterer Keller. So, den kümmern wir uns jetzt erstmal. So, Fertigkeiten. Verteidigung ist neu. Aufstampfen. Erzeugt 15 Wut. Stampft auf den Boden und betäubt alle Gegner in der Nähe 4 Sekunden lang. Geil. Wollen wir uns auch gleich direkt mal angucken. Muss ich ja doch mal die Tastatur benutzen. Ich hab die nämlich noch gar nicht in der Hand gehabt. So, machen wir mal. 1, zack. Ui, der ist betäubt. Die halten aber viel mehr aus, oder irre ich mich? Guck mal, die haben eine Truhe versteckt. Nein, die halten echt mehr aus. Oder ich bin einfach schlechter geworden. So. Aber der Hammer ist schon cool. So, hier liegt noch ein Fass. Oh. Sorry. Auf die Leiche geklatscht. So. Da ist die Truhe. Was gibt es hier? Was? Magischer Kreuzritter. Das für die Kreuzritter kann ich nicht benutzen. Regenerieren 4 Leben pro Sekunde. Leute, wir haben das gleiche. Das war die gleiche? Cool. Ich finde, das läuft schon sehr, sehr geil. Wir sind schon Level 4. Ich weiß gar nicht, bis zu wie viel Level es geht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir gucken erstmal hier weiter. Zack. Die scheußliche Mütter. Robuste Stoffhose. Yeah. Ein Höschen. Ein paar Fässerchen. Boah, wie die auseinanderfetzen. Das ist so episch. Ich finde, das ist die geilste Neuerung zu Diablo 2. Das gab es nämlich da überhaupt nicht. Oh, 9. Hehe. So, was ich auch immer mache, oh, ist aufräumen. Ich habe mein Inventar immer gerne ordentlich. Wie viel Gold haben wir jetzt? 1064. Oh, wir können uns bald eine neue Waffe leisten. Hier. Oh. Haus ist auseinandergefallen. Hier liegt eine Truhe. Einfach so rum. Wiederverwertbare Teile. Kurzschwert, rissige Schärpe. 8 Gold. So, jetzt muss ich doch erstmal nachgucken. Handwerksmaterial. Wird durch das Wiederverwerten normaler Waffen und Rüstungen durch den Chemie genommen. Account gebunden. Ja, das brauche ich nicht. Ein Schwert. So, jetzt haben wir ein Schwert. Keine Axt mehr. Das läuft doch. So, jetzt müssen wir mal hier die scheußliche Königin finden. Die ist ja hier. Und da ist ein Waffenständer. Oh. Rissige, einfache Dolch. Da ist sie. Die scheußliche Königin. Erstmal du weg. Ach, wir kommen sofort. So, Wegpunkt. Erste Dienerin der Königin. Nicht genug Wut. Warte, das hole ich nach. Ey, du musst gar nicht abhauen. Zack. Benutzt den Wegpunkt der alten Ruinen. Ja, das weiß ich doch, dass man das machen kann. Was ist das denn? Minderwertiger Dolch, ja, das interessiert mich nicht. Stoffhose, das können wir alles verkaufen. Ey, so, geil. So, hier hin. Nein, da wollte ich hin. Machen wir den denn? Der soll doch hier sein. Da ist Hauptmann Rumford. So, wir haben sie alle gemacht, ne? Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Ich mag meinen Barbar schon. Der weiß genau, was ich denke. Ich hätte jetzt auch gesagt, so retten. So, Inventar. Was haben wir denn hier? Eine regenerative Stoffhose des Gemetzels. Die ist eigentlich geiler. Auch wenn sie weniger Rüstung hat, aber die ist geiler. So, wir sprechen gleich mit Lea. Ich gehe jetzt erstmal verkaufen. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, so. Die ihr ansehen solltest. Verkaufter Gegenstand. Sie haben gerade einen Gegenstand für Gold verkauft. Ihre zuletzt verkauften Gegenstände werden hier im Bereich weg, 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 weg. Guck dir das mal an, der bringt 33 Kohle. Ui, 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 ui. So. Auch weg. So, wir haben 53, der kostet wie viel? 3000? 2 bis 3 Kälteschaden. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 3.
Ha. Gut. Also ich glaube mal nicht, dass ich werde da jetzt nichts kaufen, weil man kann sie ja auch bekommen. Hat man ja gesehen. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Das Vermächtnis von benutzte Wegbuch von Neutrissa, um zu den alten Ruinen zu gelangen. Nee, noch nicht. Lea ist jetzt mit dabei. Macht er jetzt hier Platz? Hallo, mach Platz. Beweg den Wagen oder ich stech dich ab, du. So, Quest und Tagebuch. Benutzt den Wegbuch von... Der Stern fiel in die Tiefen unterhalb der Kathedrale. Ich werde ganze Armeen von Untoten durchbrechen müssen, um ihn zu erreichen. Das Mädchen Lea glaubt, dass ihr Onkel Deckard Gay noch am Leben ist. Ich werde ihn finden. Oder seinen Leichnam. So viel bin ich ihr schuldig. Tagebuch. Stachel, guck mal, das haben wir alles schon gefunden. Stachel, Reisetagebuch. Das ist eigentlich cool. So, dann wollen wir mal wieder zu den alten Ruinen gehen. So. Kartenstufe kann ich... Oh. Oh, das wollte ich jetzt weniger. Dann lassen wir das lieber so. So, zu den alten Ruinen. Pack. Zack. Geht zum Tor von Altristram. Oh ja, wir müssen jetzt nach Altristram. Straße. Oh yeah. Da ist ein Pfeil. Da müssen wir hin. Findet Adrias Hütte. Erstmal finden wir hier ein paar Monsterchen. So, tschüss. Auf Wiedersehen. Boah, drei auf einen Streich. Das ist doch mega. Ja, hau mir das doch nicht vom Kopf hier. Also ehrlich. Findet Adrias Hütte. Adrias Hütte. Untersucht Adrias Hütte. Ein toter Milizsoldat. Ein verborgener Keller. Folgt mir. Noch einer. Der versteckte Keller. Okay. Da wollen wir rein. Lea ist schon reingesprungen.